Herzlich willkommen und zurück zu einer neuen Folge von Mario Land 4. Wir befinden uns jetzt im Hotel Horror und mal gucken, was hier passiert und ob die Wände da genauso aussehen wie hier. Wundern würde es mich nicht. Und es sieht anders aus. Oh nein, aber das sieht komisch aus. Moment, da ist oben so eine Lücke, das ist komisch. Aber das macht, wie es aussieht, nichts. Aber da muss auch was sein. Na gut, vielleicht doch nicht. Gut, dann habe ich mich geirrt. Wow, den kann ich nicht... Hätte ich den gebraucht, um... Ist ja noch so einer? Ja, komm mal mit. Kann der nicht mal etwas länger hinterher rennen? Das wäre total cool. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ich komme nicht hoch. Ach man, die Idee war so gut. Na gut, dann lassen wir das. Okay, Zimmer 102. Ah, das ist eine Karte, wo wir gerade sind. Okay. Und ich denke mal, wir müssen eine Fledermaus sein. Yeah, das hat sich voll gelohnt. Ich sehe jetzt, dass das Geister sind und keine Lampen. Oh mein Gott. Da komme ich nur durch, wenn der Frosch aktiviert ist. So sieht es zumindest aus. Oder da komme ich raus, je nachdem. Oh, das wird uns ja praktisch hinterhergeschmissen. Okay. Na gut. Ich will nur sicher gehen. So, jetzt sind wir da. Da gibt's Blöcke. Die Leitern machen. Oh mein Gott. Und wo kommt die Fledermaus her, die ich hier... Ach so. Ja, gut, okay. Oh Mist, hier muss ich... hier sind wieder Zombies, die man wahrscheinlich nicht so gut sieht. Ich gehe mal kurz hier rein. Oh Mist. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück und schaue kurz den Raum nochmal bis zu Ende an. Man weiß ja nie. So. Und hepp. So, oh Mist, hier ist nochmal eine normale Etage. Wie uncool ist das denn? Nee. Da gucke ich als letztes nach. Ich bin jetzt so stur. So, gehen wir mal hier durch. Hey, haben wir da so eine Froschtür? Ich sage jetzt nichts dazu. So gut, und jetzt gehen wir wieder nach oben. Boah, was für Erkundungstouren hier. So kriege ich die Zeit auch rum. Dumm. So, ich will aber diesmal wieder zwei Sachen schaffen. Also sprich Welt und Boss. Da rein. Rotes Licht macht auch nichts anderes. Muss ich dich da reinhalten oder so? Nö. Muss ich dich da hochwerfen? Auch nicht. Was zur Hölle? Okay, ignorieren wir diesen Raum. Das wird uns auch quasi hinterher geschleudert. Du bist so dumm. So. Und hier gibt es wieder nichts. Es kann doch nicht sein, dass es hier nichts gibt. Moment, jetzt geht's hier nach unten. Ah, da gibt's noch eine Treppe zurück. Sehr gut. Die Frage ist jetzt... Ach so, jetzt bin ich auf der anderen... Das ist bleibt gar keine Frage übrig. Das ist einfach nur ein einzelner Weg. Cool. Oh, das ist perfekt. Und hier gibt es... eine Fledermaus und irgendwas zum Zerrumsen. Gib mal her. Was hast du denn hier? Da ist ein Herz. Okay. Und das sieht aus wie ein total verkorkster Weg. Bitte lass hier was Wichtiges sein. Das war dumm. Ich habe total vergessen, dass da noch... Also ich habe die Lampe nicht gesehen, meine ich. Und nochmal nach oben. Jetzt muss sich der Aufwand aber wirklich lohnen. Dummer Wechsel der Farbe. Was soll denn das? Da oben ist was Tolles. Und wofür ist der Stein? Was zur Hölle? Ah, sehr gut. Für was war denn... der Stein jetzt da. Oh mein Gott. Das verwirrt mich. Und hier gibt es wieder zwei Türen. Ich hasse das. So, gehen wir mal herein. Hier gibt es nichts. Bonk. Ist das gut, was ich hier mache? Ich kann es mir denken. Spuck mich mal voll. Und jetzt möchte ich mal hier hinten runter. Ins Licht. Ist das gut? Jetzt bin ich hier gelandet. Aber hier ist doch gar nichts. Oh, ich kann es mir denken. Wenn man das Spiel auf schwer spielt, wird hier wahrscheinlich eine Kiste gewesen sein. Keine Ahnung, was für eine, aber da wird eine gewesen sein. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Da geht's lang. Ach so, toll. Da geht's auf den Balkon oder was? Ah, sehr gut. Ich gehe erstmal kurz hier runter. Das hat nichts gebracht, wie es aussieht. Da kommt man natürlich wieder nicht bis ganz runter. Ist hier oben vielleicht ein Zombie wenigstens? Oh, halt! Eine Opa-Röhre. Da möchte ich erst rein.
Was ist das? Oh nein, das bringt uns zurück zum Anfang. Ist nicht wahr. Und hier ist... Ach so. Ah, das ist ja übelst cool. Perfekt. Okay, das ist super. Jetzt da, ich weiß, dass ich die Fähigkeit gleich mitnehme. Ist es natürlich noch viel leichter. Geil. Oh, jetzt muss ich etwas abspecken. Na toll. Ach, Mario. Los, nimm schneller ab. Danke. So, und jetzt gucke ich mir mal den Raum da unten an. Nee, hier gibt es nichts Wichtiges. Ah, da ist eine Laterne. Cool. Die sieht man kaum. Ich hole mir das und schaue mich mal hier unten um. Fail. Ah, ich hätte nicht so schnell da reinrennen sollen. Das ist dumm gewesen. Ja, jetzt geht's schneller nach hinten. So. Da rein. Ah, Mist, das muss ich auch noch. Na, so ein großer Spaß. Aber ich glaube, ich musste ja nach... Musste ich nach da oben. Und das ist... ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen wollte. Ich hatte gerade noch eine Idee, aber... Jetzt ist das schon weg. Oh, dumm. Und ich sollte mir merken, alle Gegner wegzumachen. Ach, hier ist die Niete quasi in unserem Schwierigkeitsgrad. Okay, da ist gar nichts. Und rein. Und an der Tür vorbeigeschossen. Yay. So, und jetzt gehen wir wieder nach oben. Ah, super. Nach oben. Oh, Mario, Mann, ernsthaft. Okay, und durch. Ja, so, was haben wir in der 401? Feuer, Stachelfiecher. Das mache ich mal kaputt. Hier muss ich bestimmt brennend hoch. Ich würde trotzdem gerne... Ach so, hier sieht man es schon. Ah, sie... Oh. Okay. Das war gerade dumm. Ich hätte nicht nochmal springen dürfen. Bonk. Was? Das Feuer ist weg? Habe ich das über den Haufen gerumst? Entschuldigung, Feuer. Ah, sieh an. Ja, okay. Und zack. Danke sehr, jetzt habe ich den Schlüssel als brennender Knecht. Na, ksch. Meine Güte. Ach so, hier ist gar nichts. Hä? Aber irgendwo muss noch eine CD sein. Und vor allem, was noch viel wichtiger ist, irgendwo muss auch noch ein Frosch sein. Spuck mich mal an. Ist hier noch ein Eingang? Da bin ich hergekommen. Ah, und das ist der ganz unten. Das hat sich ja super gelohnt. What? Hotel Horror ist erstens nicht so gruselig, wie ich dachte, aber es hat vor allem einen verwinkelten Aufbau. Ich schaue mich nochmal hier um. Und gibt es hier... Warte mal, war ich hier schon mal drin? Ja, das, da muss ich schon mal drin gewesen sein. War ich da wirklich schon mal drin? Da ist die Fleder... Ich schaue mich einfach nochmal um. Der Stein hat mich eh verwirrt. Mal gucken. Wofür soll der Stein überhaupt da sein? Das checke ich echt gar nicht. Okay, entweder ist hier noch was. Sieh mal einer an. Da kommt man ja sofort drauf. Ist hier die CD? Nein, eine Operröhre. Schade, eine CD wäre geiler gewesen. Okay. Ah. Ah. Okay. Ich verstehe. Ja. Blöder Idiot, jetzt dreh dich halt um. So. Jetzt ist es auf jeden Fall drüben. Oh mein Gott. Und alle kaputt. So, aber das hat uns trotzdem nichts gebracht. Das war zwar cool, ich hätte den Yeti noch besiegen können, aber das hat uns ja leider überhaupt gar nicht geholfen, jetzt hier irgendwo weiterzukommen. Oder gibt es auch hier unten nochmal sowas? Mal schauen. Da war schon mal nichts. Da war auch nichts. Na, dann gib mir nochmal die Fledermaus und wir gucken uns das oben nochmal... Ich kann der Fledermaus Steine kaputt machen, what? Und dann schaue ich mir das Ganze nochmal an. Bonk. So. Ach so, bin ich hier überhaupt lang gegangen? Da ist zumindest so ein Typ... Ach nee, da bin ich durch die erste Tür. Yay, dann haben wir ja schon den Fehler gefunden. Wie soll ich denn bitte da hinkommen mit dem... Ach so. Verflucht. Dickwanz, Dickwanz, los, lauf schneller. Nimm ab, bevor der Affe dich berührt. Danke. So, und jetzt nehmen wir dich einfach mit nach oben. Und dann gibst du uns dort oben den Apfel. Bonk. Los, dreh dich um, gib uns den Apfel. Oh ja, danke sehr. So, jetzt machen wir das hier kaputt. Und sind da.
Und den mache ich noch vorher kaputt. Und jetzt laufe ich wieder rum. Nöss. So, jetzt machen wir das auch kaputt. Und jetzt springen wir rauf. 4 Minuten! Das wird dort zu schaffen sein. Es gab 2 Türme mit so einem Frosch. Und ich vermute mal, in einer wird eine CD gewesen sein. Gab es wirklich 2 Türme mit einem Frosch? Ich weiß es nicht. Das ergab keinen Sinn. Aber ich gehe jetzt einfach mal schnell den Weg nach hier unten. So, danke sehr. So, dann schaue ich mich jetzt in der ersten Tür um, die ganz unten am Eingang war. Das war schlecht. Ich hoffe, ich muss da lang. Und da rein. Und jetzt sind wir in der Etage 2. Jetzt müssen wir noch in Etage 1. Und ich gehe wieder den falschen Weg. Super. Oh oh, das ist schlecht. Ja. Dumm. Okay, das könnte sich als schwieriger gestalten, weil ich noch irgendwie nicht rauskomme. Aber das wird noch was. Geh kaputt. So ein Affe. Ach, warte mal, ich glaube, wenn ich hier lang gehe, da raus, ja genau, dann komme ich ins Treppenhaus und da kann ich mich bis ganz nach unten stürzen. Da darf ich nur nicht aus Versehen ins Ziel fallen. Das wäre nämlich extrem dumm. Los, Mario, fall schneller. Danke. So, und rein, jetzt ganz vorsichtig. Sehr gut. So, und jetzt hüpfe ich hier durch die Froschtür. Die nicht diese Tür war, aber diese. Halt, bevor ich den kaputt mache, gucke ich mich lieber um. Bonk. Ich habe mich super umgeguckt, ich weiß. Ich frage mich vor allem gerade, was für eine Tür ist das denn mit der 203? Ich brauche das. Danke. So, jetzt hole ich mir hier die ganzen Sachen. Ah, CD, sieh an. Aber es interessiert mich trotzdem. Komm jetzt her. Was da noch ist, weil da oben geht es ja nochmal in die 203. Außerdem habe ich eh noch genug Zeit. Ach, das ist die andere Froschtür gewesen. Ach so, das ist... Na, ich hab's verstanden. Dann spuck mich mal wieder voll. Danke. Oh, tut mir leid, Sonny. Ich wollte dich nicht... Ja, was hab ich dich eigentlich? Du warst ja schon tot. Ich wollte dich nicht bezwingen. Yeah. Halt. Gut, okay. Ich dachte, ich wollte... Ich hab ganz kurz gedacht, wir hätten nicht alles gesammelt. So, das haben wir aber. Okay, gut. Dann haben wir Hotel Horror jetzt auch abgeschlossen. So schlimm war das ja gar nicht. Verrückt. 2, 3, 4, CD. Herz, 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 Herz. Au, ich habe mir gerade die Hand verstaucht. Ja, gut, okay. Ignorieren wir das. Man kann auch mit einer gestauchten Hand zocken. Yeah. So, damit hätten wir jetzt den letzten Kristall gesammelt und können zum Boss gehen. Und wenn ich gut bin, schaffe ich das sogar noch in 2 Minuten. Das wird ein Spaß. Das wird unmöglich vor allem. Naja, was soll's. Schauen wir uns mal um. Was? Ich habe den Namen nicht gelesen, egal. Golgomit oder so. Schauen wir gleich nochmal nach. Boah, die letzte Boss-Tür. Oh mein Gott, Leute. Und da ich nachgucken muss, habe ich schon versemmelt, die Zeit zu machen. Cat Bat. Ach so. Ja, das wollen wir nicht nochmal sehen. Hallo, da war schon die Cat. Jetzt kommt die Bat. Vielleicht. Vielleicht geht's auch ab ins Bett. Das weiß ich nicht. Oh, boah, war der schlecht. Egal. Ignorieren wir das einfach. So. Es ist groß. Es ist hässlich. Und es ist noch hässlicher geworden. Ja. Wow, das ist uncool. Ah, ich muss doch nicht etwa... Na gut, das war jetzt zu spät gemerkt. Die kann ich vermutlich nicht besiegen. Oh, die dunsen mich voll. Das ist ja ekelhaft. Ja gut, hier, mach nochmal so Wasser und so, ne? Danke. Oh, das war ein Zufall. Ich muss dich doch nicht etwa an deinem zweiten Kopf treffen. Wow, was zur Hölle? Nein! Ah, toll, wenn er die Welle von der Seite erwischt, dann kann man gar nichts mehr machen. Großartig. Das war dumm. Und... Nein! Ah, oh, das ist dumm. Ah, oh, jetzt macht er wieder so ein Ding. Oh, ja, flieg bitte durch. Na, das kann ja was werden. 3 Minuten Zeitlimit und ich habe ihn... Also, keine Ahnung, 5 Minuten waren es am Anfang oder so und ich habe ihn nur einmal getroffen. Sehr gut. So, jetzt gibt's aber eins aufs Maul. Hat er nun schon 2 davon? Die kleinen Kugeln sind voll niedlich. Bonk. So. Jetzt läuft das schon viel besser. Solange nicht noch mehr von diesen Teilen da beschwört, ist das alles okay. Wow, das war komisch gerade. Hör auf, die komischen Wellen zu machen. Mach normale Wellen. Uah. Sehr gut. Wow, ich glaube, ich gehe lieber dahin. Ja. Oh, perfekt.
Das läuft gerade übelst gut. Was zur Hölle? Oh mein Gott, was zur Hölle? Ich gehe lieber einen Schritt weg. Das ist ja... jetzt machen sie auch auf einmal Schaden. Komisch. Und ich glaube, ich muss... Genau, ich muss ihm jetzt aufs Dach stampfen. Oh, ich sollte lieber einen Schritt weggehen. Okay, kein Plan. Wenn die Monster draußen sind, kriege ich das nicht hin. Oh, shit. Ja, ich gehe mal hier unten durch, ne? 2 Minuten haben wir noch. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. So, was hätten wir? Noch 4 Treffer. Bonk. Noch 3 Treffer. Wow, 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 wow. Schieb mich ja nicht in die Dinger rein. Bonk. So, noch 2 Treffer. Ich kann die Stampfattacke schon nicht mal mehr sehen. Und, Stampf. Oh, puh. So, und jetzt nur noch ein einziger Treffer. Jetzt stelle ich mich mal trotzdem... Oh, jetzt hat er schon 4 gespuckt. So ein Arsch. Oh, und da war es das leider schon gewesen. Schade. Und wir haben Armreife oder so bekommen. Armringe, Armreife. Vielleicht sind es auch nur Ringe, das weiß ich nicht. Aber wir haben sie auf jeden Fall bekommen. Und 3 Thronen, wie sich das gehört. Yeah, und wie es schon fast zur Tradition geworden ist, fliegen die zum gleichen Ort wie die anderen Schätze alle auch. Blau. Oh mein Gott. Atemberaubend. Clear. Bam. Super. Oh mein Gott. Und jetzt, wo wir alles geschafft haben, passiert etwas Unglaubliches. Oh, da ist ja noch ein Raum. Und bevor wir die Golden Pyramide, super Englisch, besuchen, ergötzen wir uns noch am komplettierten CD-Raum. Oh yeah, was haben wir denn alles so? Die Errand? Ah, klingt super. Du und deine Jour? Oh mein Gott, was zur Hölle? Aha, gut, klingt auf jeden Fall auch total fabulös. Und Mr. Itter und Planaria. Oh, das klingt cool. Das klingt echt extrem cool. Okay, so würde ich sagen, mit dieser super coolen, groovigen Musik, dieser super coolen Visualisierung dazu, die einfach nur atemberaubend und total passend ist, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir die goldene Pyramide sammeln. Sammeln tun wir sie nicht, aber wenn wir sie zumindest betreten. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dahin, euer Illig. Okay, und nun ist wirklich Schluss.